Nothing on the dead. Okay, ist ein Dynamite, nice. Hast du back mit uns gespawnt? Ja. Ah. Wie gehen die in Sicherheit? Ist nicht schwierig, in Sicherheit zu kriegen. Ich könnte ihn ja nicht mehr umbringen. So, kriegt er jetzt irgendwann mal die Nachricht? Nee. Wieso sieht der Bloat aus wie eine Oma und wieso ist gerade unter meinen Füßen eine Granate explodiert? Die kam doch von dir, du Arsch. Nein. Die kam so von Tupac. Wahrscheinlich. Das ist doch nicht meine. Ich... Ja, jetzt hat er es kapiert. Ich glaube, die ist angekommen. Ja. Das musst du auch so ein Arschloch sein und ihn die ganze Zeit abknallen. Tupac hat tot zu bleiben. Na gut, ich meine, man sollte vielleicht auch mal bedenken, dass... Das war dumm. Ja, das war so ziemlich dumm. Ja. Ja, aber ich bin nicht davon ausgegangen, dass du das Messer benutzt. Ich habe seit ungefähr einer halben Stunde in diese Richtung gemessert. Ich dachte, du hättest die Pistole in der Hand gehabt, aber du spielst ja einen Nahkämpfer. Ja. Also was? Perkwechsel. Ah, Alter. Das Lenkrad ist viel zu empfindlich dafür. Wofür? Zum Zielen. Ach so. Zu empfindlich zum Zielen ist auch mal interessant. Bei mir bin ich mir nicht sicher, was es ist. Das ist, was halt over... Oh, schon wieder einer. Nächste. Meine Güte. Das ist halt oversteer wie sonst was. Komm, knall die letzten beiden ab, ich will mit Flammen mehr verkaufen. Komm mal her, du. Ja. Oder die Flammenschrotflinte. 11, ja, 11. Alle tot. Zeit zum Einkaufen. Vor allem müssen wir jetzt wieder Leute töten. Ja. Wahrscheinlich am besten werden sie gerade shoppen. Ja, der ist ja, glaube ich, mit mir gespawnt gerade, also. Wahrscheinlich. Nice. Ich will Arschloch spielen. Ich sehe ihn gerade nicht. Ist der schon gespawnt? Guck mal auf Tab. Nee. Er ist wieder raus. Okay. Vielleicht kennt er uns schon. Oh, ich habe mir Panzerung und eine Axt gekauft und bin auf 1 Dollar. Nice. Ich bin auf 0. Ich habe einen Flammenwerfer. Und ein bisschen Munition. Ja. Mit Flammenwerfer muss ich nicht so zielen, weißt du? Ich habe eine Axt, ich muss auch nicht zielen. Naja. Ich heiße die Borderlands-Taktik fahren. Abdrücken und einmal zur Seite ziehen. Wird schon treffen. Das funktioniert Borderlands auch nur, weil ich überlevelt bin. Oh, nice, 9 Shrines. Nice, absolute Totenstille, weil ich das Spiel, im Spiel die Musik ausgestellt habe. Lief da überhaupt eine Musik? Keine Ahnung. Leg im Video bitte Grillen-Sounds drüber. Nein. Oh. Ich gehe woanders hin. Mit dem Ding geht es erstaunlich gut. Oh. Man muss nur so halbwegs zielen. Problem ist, wenn dann die großen Kaliber an Gegnern kommen. Bei denen müsste man ja eigentlich zielen. Au. Was war das? Toast. Ich könnte mal French Toasts machen. Hießen die weiße Flagge, wenn du sie essen willst? Genau. Nice. Das Wichtigste ist, wenn du dir einen French Toast machst, muss oben eine weiße Flagge drin stecken. Wie im Mond.
Ich glaube, das läuft anders. Wieso? Steckt auch eine weiße Flagge drin. Ja. Mir ist halt inzwischen durch die Sonnenstrahlung ausgeblichen. Tja, der Mond ergibt sich. Ja, der Mond ist jetzt offizielle Kolonie von Frankreich. Mac 10 oder Leuchtrevolver? Ach komm, die Leuchtrevolver haben mehr Stil. Halt Abstand! Huch, ich hänge gerade an der Maus. Irgendwie ist die sehr unempfindlich gerade. Achso, nee, das ist, glaube ich, eine Eigenschaft vom Spiel. Das war immer so. Wieso knarzt das Lenkrad so? Vor allem, ich will doch nur über die Map wobbeln. Vor allem Leuchtrevolver. Die Dinger schießen fucking Leuchtraketen. Ja, aber sonst... Hey Dorian, Leuchtrakete! Der Revolver hat auch RGB. Ich ist ja 10% schneller nachgeladen. Ja, der lädt schon recht schnell nach. Was daran liegt, dass er die ganze Kammer rausnimmt und eine neue reinsetzt. Hältst du wohl still? Ich versuche dir zu helfen. Halt still! Oder sehe ich wie ein Dieb aus? Das ist nicht die Kammer, das ist der Gastank. Hä? Achso, der Leuchtrevolver, ja. Ja. Aus welchem Revolver nimmt man denn bitte die Kammer raus? Aus dem hier. Ah ja. Oder wie heißt das Ding in der Mitte? Trommel, aber... Ah ja, ja, Trommel stimmt. Whatever. Aber trotzdem, da nimmt man normalerweise die Kugeln raus. Nein, in dem Fall nimmt er die Trommel raus und steckt eine neue mit neuen Kugeln rein. Oh, das ist eine Maliwan. Hä? Bei den Maliwan-Pistolen machen sie das auch. Ah. Die haut er quasi zur Seite und quatscht neue rein. Ah, stimmt, im ersten Teil war es, glaube ich, mit den Snipern auch immer so. Nee, da hast du die Kugel noch eingesetzt, stimmt. Interessant. Na, wobei ich meine, das Ding macht Feuerschaden. Also, de facto habe ich hier. Das ist eine Maliwan, stimmt. Ja. In einem schicken Design. Ich meine, hey, Steampunk-Design, geil. Ich habe einen Panzer. Na, ich glaube, du hältst nicht ganz so viel aus wie ein Panzer. Ein Katana-Panzer. Ich stelle mir jetzt gerade so einen Panzer vor, der anstelle des Feuerrohres ein Katana hat und sich einfach die ganze Zeit dreht. Wenn er in die Gegnermassen fährt. Kennst du das Video, wo der Panzer quasi wie so ein Hubschrauber landet und oben nur rotiert? Nein. Ah, das ist großartig. Die Idee ist jedoch witzig. Zeit für einen zweiten Leuchtrevolver. Gucken, ob ich das finde. Hendo, Muchacho. Moment, ich muss gerade Tank-Helikopter suchen. Nein, er hat eine Taschenlampe, ich muss mich ergeben. Oh, Moment. Das ist eine große Taschenlampe. Ich kann mal nachladen. Ich habe euch gutes Zeug verkauft. Geht da ordentlich mit um. Das klingt echt nicht gesund, die Geräusche, die diese Gegner machen. Boah, jetzt ein geiles Käsetoast, ne? Ich könnte nach unten gehen und mir Käsetoast machen. Ich hab weder Toast noch Käse im Haus, also. Ja, wir haben Käse, aber ich glaube, wir haben keinen Toast, deswegen muss ich wahrscheinlich Rosinenstuten nehmen. Geht prinzipiell auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass es unmöglich wäre. Ich hatte aber gerade geiles mit Schinken und Käse gefüllten Blätterteig. Das ist nice. Ja, dazu gab's Rösti und geilen Salat mit Erdnussbuttersauce. Ich hatte gerade Kiwis. Ist auch sehr lecker. Alter. Ich will diese Waffe einfach benutzen, auch wenn sie nicht gut ist. Inside each of us are two wolves. One's named Toby, the other one's named Toby. Both wolves are named Toby. Ja, ich verstehe das übrigens nicht.
Es ist aus Comedy Heaven. Das okay. Muss man nicht sagen. Es ist genau wie Inside. Also es entsteht aus dem, es gibt halt so ein angeblich Cherokee Proverb, dann so Inside us are two wolves, one's good, one's evil, which one's winning, the one you feed. Ah ja. Und das wird halt ständig abgewandelt. Also Inside us are two wolves. One's gay, the other one's gay. You are gay. Okay. Ich meine natürlich, okay. Wenden. Schaffen wir es da, um den Clown abzuknallen? Also ich glaube, du schummelst! Ich dachte, ich kürze die Sache mal ab. Verdammt, das Kabel hakt sich die ganze Zeit unter mein Pedal. Ey, was ich jetzt hier für ein Kabel sage. Was macht, weil es so lange getriggert ist, aber es ist nicht gut fürs Kabel. Ich habe jetzt hier auch erstaunlich viele Kabel bei mir oben liegen. Was vielleicht daran liegt, dass mein Joypad hier noch auf dem Schreibtisch liegt, das Kabel da runterhängt. Gut, dass ich ein kabelloses Joypad habe. Leider kein kabelloses Lenkrad. Tja. Man kann das Kabel hier einfach abschneiden und den USB-Stecker dann rein und dann geht das. Ja, das wird genau funktionieren. Geht's auch fucking stupid. Okay. Ich meine, das ist ein Fakt, aber... ne? Und ein Subreddit. Ja, ich weiß schon, was du meint hast. Dabei habe ich das auch nicht vergessen. Gib mir Deckung, ich lade nach. Du hast sie fast alle erwischt. Ich hätte dich gern bei mir, Scheiße. Neues Magazin, gib mir einen Augenblick. Aber wenn ich eine 180-Grad-Drehung mache, es fühlt sich mit diesem Joystick so richtig schön an. Nee. Es fühlt sich einfach irgendwie gut an. Ich weiß nicht mal warum. Könntet ihr den verrückten Texaner machen? Nein. Ja! Warte ein bisschen, ich lade nach. Das ist halt witzig mit den Knarren. You yeet your last haw, motherfucker. Ich glaube, ich höre den Gegner. Ah, da hinten ist er. Yeet? Oh, da war eine Clownspuppe. Ich hab verfehlt. Ich hab dich, glaube ich, gerade getroffen. Es ist warm. Ja, ich wollte nur verhindern, dass dir kalt wird. Weil mir so oft kalt ist. Genau. Dinge, die normalerweise mit der Maus fast unmöglich sind. Super, welche Taste ist welche? Was passiert, wenn ich diese Taste drücke? Ah! Ich habe auch so von, wo ich Geld werfe. Nice. Und du kriegst rein gar nichts. Sind jetzt den Shopkeeper immer an dir vorbei an. Alter, man kann jetzt überhaupt nicht gegenhalten. Du kannst nicht verhindern, dass der Rückstoß das Ding nach oben zieht. Nope. Du kannst es halt wirklich nicht verhindern, weil du dann immer sofort zum Boden guckst, wenn du das machst. Aha. Ich bin in Rainbow eigentlich sehr gut in Rückstoßkontrolle, außer wenn ich wieder zwischen den Mäusen wechsle, zu Hause und nicht zu Hause. Tja. Außerdem ist Rückstoßkontrolle echt schwierig, wenn deine Framerate droppt, sobald du abdrückst. Wenn du keine Framerate mehr hast, meinst du? Ja, es geht, so auf 20 droppt's dann auf dem Laptop. Naja, das ist ja zumindest nur etwas. Lenkrad. 20 FPS, Lenkrad. Das überlebst du nicht in Rainbow. Das ist mir scheißegal.
Das ist mir so egal. Der Überflieger. Ja. Ist das gerade Werbung? Vielleicht. Egal. Na, aber es ist eigentlich nicht Werbung, ich werde nicht dafür bezahlt. Werbung für Werbung? Ja. Und wie gesagt, ich werde nicht dafür bezahlt, das ist eigentlich wurscht. Könntest du das lassen? Nein. Ich habe nicht gesehen, dass du hier standest. Soll ich mal. Ich habe einen fetten HP-Balken. Ich habe jetzt extra nicht abgeknallt, weil du im Weg standest. Den schon. Große Schießeisen, Muni, Rüstung, jetzt im Ausverkauf. Ach, bist du da unten, der Händler. Messer, flupp. Oh, ich muss rückwärts einparken mit diesem Charakter. Aua. Einzig mies ist jetzt immer, wenn ich meinen Rücken etwas ungünstig bewege, tut's weh. Rückwärts einparken ist echt schwierig, weil es nicht wie beim Auto quasi die Steuerung umkehrt, wenn du dich umdrehst. Okay. Ja, weil du ja immer noch nach links und rechts lenkst, nicht. Das nächste Mal, wenn du mit dem Lenkrad spielst, invertieren wir dir einfach noch das Lenkrad. Oh Gott, dann spiel ich nur noch rückwärts. Ja, wir invertieren dir natürlich auch die Fußpedale. Ach du Heilige, das ist nicht so schlimm. Ne? Und ich vertausche einfach den linken und rechten Joystick, was bedeuten würde, dass ich mit rechts steuern müsste. Weil ich den von dir halt einfach nicht so belegen kann, dass ich damit was anderes machen kann. Abgesehen davon, dass das Ding dafür zu unpräzise. Tja. Gut, der war für Rennspiele, das geht. Rennspiele mit dem Joystick? Wir haben Need for Speed Underground damit gespielt. Das Ding ist über 10 Jahre alt. Oh. Ich meine, man merkt es vielleicht auch, aber das ist. Für das, wofür ich sie benutze, geht's ja. Der ist nicht wirklich viel benutzt. Also, ich meine, ganz ehrlich, das, was ich hier damit mache, das geht. Steuern ist damit kein Thema. Ich würde nur nie eine lebende Kamera damit steuern. Oh. Deswegen habe ich mir dann einen zweiten geholt. Oh. Und es war es verdammt nochmal wert. Dass ich das Lenkrad noch rumstehen hatte. Aber die Gewöhnungsphase ist eigentlich viel zu schnell. Das habe ich in Mass Effect auch gemerkt. Man redet irgendwann überhaupt gar nicht mehr drüber. Das finde ich ein bisschen schade, ne? Ja. Dafür geht das mit Lenkrad auch einfach viel zu gut. Hm. Wir brauchen eine abgefucktere Steuerung. Ich bediene das Lenkrad mit den Füßen und die Pedale mit den Händen. Das wäre ein Anfang. Ja, dann kann ich nur nicht schießen. Wieso? Weil, also mit der Steuerung, wie sie jetzt ist. Ich kann nicht mit meinen Füßen ums Lenkrad greifen. Ich ersetze einfach einen Joystick durch so eine Tanzmatte. Das könnte vielleicht... nee. Wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, eigentlich hätte ich ja... echt gerne mal so ein Powerglove gehabt. Das wär echt witzig einfach bei sowas. Ja. Es wäre wahrscheinlich halt komplett unmöglich, aber es wäre irgendwie witzig. Hm. Oder diesen komischen... Was war das für Fantasy Star oder so? Keine Ahnung, diesen Gamecube-Controller. Nee, das war ja nicht Gamecube, das war... Dreamcast. Genau, Dreamcast. Das Ding mit der Tastatur in der Mitte. Ja. Das wäre halt irgendwie witzig. Wurde die Tastatur nicht nur angeklippt? Nee, die war, glaube ich, fest eingebaut. Oh. Ich kenne sowas auch für Xbox-Controller. Ah. Huh. Und in der Rainbow-Community regen sich im Moment auf, weil inzwischen Xbox und PS4 es unterstützen, eine Maus und eine Tastatur anzuschließen. Und damit ist es dann für diejenigen, die es nicht machen, unfair auf der Konsole, oder was? Genau. Tja.
Ich sehe, die Aufnahme ist schon wieder etwas dunkler. Ich meine, man sieht hier ganz gut, weil die Map halt deutlich heller ist, aber es ist schon wieder deutlich dunkler als im Spiel selbst. Versteh das, wer will. Wo sind meine Revolver? Hast du jetzt oder hab ich schon wieder so eine scheiß Puppe? Nein, das will ich. Ich dachte schon, wenn da jetzt eine Puppe war, what the fuck? Was machen diese komischen Dinger für Geräusche? Confused Cat Noises. Ja, irgendwie sowas, ne? Confused Cat Noises ist auch eine sehr gute Beschreibung für Nekopara. Es ist aber tatsächlich aus One-Shot. Weil, nachdem sie das gesamte Spiel darauf bestanden hat, keine Katze zu sein, kommt dann plötzlich im Solstice Run Confused Cat Noises. Interessant. So ein gutes Spiel. Also als Spiel, es hat nicht sonderlich viel Gameplay, aber trotzdem, es hat Interaktion. Ich habe jetzt wieder Bioshock Infinite gespielt. Das ist ein gutes Spiel. Ich spiele gerade Bioshock 1. Ist eigentlich auch ein gutes Spiel. Ja. Das ist fast schon wirklich schade, wie der zweite einfach mal der Schwächste in der Reihe ist. Boah, den fand ich gar nicht so schlecht. Er ist halt der erste mit Detailverbesserung. Der zweite ist nicht schlecht, nein, aber ihm fehlt einfach diese unendlich geile Story, die die anderen beiden haben. Also die Story ist auch nicht schlecht, aber sie ist halt nicht so stark wie beim ersten oder beim dritten. Oh. Beim unendlichsten. Oh. Ergibt das in dem Fall Sinn? Unendlich Stair wäre ja quasi eine Steigerungsform. Bestimmt. Nein, ist keine Steigerungsform, das ist eine Aufzählungsfassung. Ja, stimmt, klingt nur in dem Fall gleich. Enumeration. Ha! Interessant. Ich will was anzünden. Schön, komm, sag ich, das rennst du weg. Aus gutem Grund. Verdammt, er hat mich durchschaut. Er hat meinen finsteren Plan erkannt. Wo kommen die ganzen scheiß Kriecher her? Ich sollte mich vielleicht nicht in eine Ecke stellen, das könnte ungesund sein. Wieso? Ich sollte keine Granaten vor meine Füße setzen, das könnte auch ungünstig sein. Ah, Details. Ja, ich war halt echt froh, dass da eine Sirene stand. Ausnahmsweise waren die Viecher benutzlich. Du kommst dem Mixer sehr nahe. Ja, ich bin auch gerade wieder weggerannt. Wobei du den Mixer wahrscheinlich wirklich besser machen könntest mit dem mit der mittleren Maus. Och, das geht. Die mittlere Maus ist der Überkopfschlag. War das nicht der Querschlag? Nee, das ist der Standard. Ah, okay. Nee, stimmt, beim Katana war das, glaube ich, so. Nö, das sind immer die Überkopfhiebe. Was soll's? Was nehmen wir nächste Woche für ein Spiel? Gute Frage. Golf. Oh Gott, nein. Nein. Alles nur nicht. Microsoft Paint. Tolles Spiel. Nekopara. Das wäre irgendwie witzlos, meinst du nicht? Das wäre irgendwie unnötig. Ja eben, ich leg mir die Skip-Taste auf einen Knopf und fertig. Left 4 Dead ist ja ungefähr das gleiche, aber viel zu schwer.
Ich könnte, wie ist das Spiel? Sanctum wieder installieren. Das wäre eine Option. Da muss ich mir wieder ein Thumbnail ausdenken. Ich muss mir auch hierfür noch ein Thumbnail ausdenken. Oder ich mach's das für Mass Effect halt, was etwas Spezielles war und der Rest ist was Einfallsloses kriegt. Wahrscheinlich. Ein Lenkrad. Ein geplatzter Airbag. Du brennst übrigens, ne? Ah, passiert. Bist Feuer und Flamme für mich. Ich kann nicht nachladen. So, jetzt. Ich hab dich gerade fast erschossen. Ich wollte dich gerade erschießen. Lass mich mal da durch, ich hol mir Panzerung. So. Ich geh mal okay, kurz ich hab gerade die Heilungsmeldung geskippt. Super, gleichzeitig angeschrieben und angekotzt. Sehr gut. Irgendwie ist hier nicht mehr los. Oh verdammt, ich sehe gerade, es ist schon wieder bei der 10. Gleich kommt Patriarch. Ja. Das muss so. Ja, aber dann werde ich glaube ich mal schnell entweder die Waffen wechseln oder die Klasse wechseln. Ich bin mir nicht sicher, was die bessere Idee ist. Ich ziehe das durch. Ja, aber ein Flammenwerfer macht einem Patriarchen halt keinen Schaden, ne? Aha. Aber weißt du was? Ich habe eine Idee. So, jetzt geht's los. Das wird nicht gut gehen. Das ist mir sowas von scheißegal. Was macht das Kabel da unten? Es verheddert sich. Sehr gut. Also, wir sollten vielleicht abwechselnd draufschlagen. Nehme ich das Schwert? Ja, ich nehme die Sense. Sense hat mehr Stil. Das ist wie sehr langsames Headbang gerade. Warte. Das geht so einigermaßen so. Ah, da hinten. Genau vor uns quasi. Offenbar schon. What the fuck, ja, der hat Geist ausgehalten? Ja, ich weiß, ich hab dem aber schon ein paar verpasst. Ja, trotzdem. Ach, stimmt, ich mehr. Ah, ich hab grad. Ich hab völlig vergessen, dass ich auch den Reaper spiele. Mit der Sense. Sehr schön. Das wäre doch jetzt ein schönes Thumbnail. Wenn da sich Fetttrupp hat überlebt drauf stehen würde. Eben. Boah, das ist ja nur. Das beweist den Leuten, wie gut wir sind. Einfach, weil wir es schon können. So, jetzt kann ich das Bild vielleicht neben uns zurechtschneiden. Vielleicht möchtest du noch kurz auf Wiedersehen sagen. Tschüss.